500 Geldcards. Der Gewinner kauft mir so einen Katzenschwanz-Buttplug. Ja, sehr schön. Okay, das... Ist das nicht eher was, wenn du gewinnst? Nein, das tue ich nämlich nicht und ich will es trotzdem haben. Welche Farbe willst du denn haben? Katzenschwanzfarbe, I don't care, braun, weiß. Katzenschwanzfarbe. Ja, wieso du darfst dir doch eine aussuchen, eine Farbe. Muss halt zu meinen Katzenohren passen und die habe ich noch nicht, deswegen weiß ich es nicht. Okay, das heißt, es muss zueinander passen. Das muss ein Paket fertig gemacht werden. Natürlich, ich kann doch nicht irgendwie weiße Katzenohren und dann irgendwie einen schwarzen Schwanz. Immon, Fruni kommt auch gleich, du musst immer hochziehen. Ja, dann warten wir natürlich, wenn Fluid gleich da ist. Ich habe jetzt nochmal. Der kommt auf jeden Fall gleich. Eine andere von mir hat auch gesagt, er versucht noch nachzukommen. Ja, gleich ist wie bezogen. Gleich im Sinne von innerhalb. Ich weiß nicht, was gleich bei ihm ist. Schreib ihm! Schreib dem Jungen, der schreibt dir auch zurück. Ja, so krass gerade. Zwischenzeit kann man schon da über Yamis Spuren vom Bierfetisch unterhalten und woher der kommt. Ja, wie gesagt, das interessiert. Theoretisch interessiert es mich schon. Dann können wir das nämlich Montag analysieren. Da muss man ausschweifen, das geht das ein paar Jahre, glaube ich, schon her. Okay. Yami, erzähl doch mal. Ja. Ich muss jetzt leider gehen, Leute. Ach so, ja, schade. Es hat angefangen damals in der dritten Klasse, wo Twilight rauskam. That's the skin of a killer, Bella. Twilight so gehasst, ne? Das ist unnormal. Ausgerechnet auf Arbeit. Der erste geht sogar. I didn't like it. Also, ja. It's okay. Wenn man sich das nochmal anguckt, geht das bestimmt. Da gibt es bestimmt auch in den späteren noch Momente, wo man sagt so, jo. Nee. Ich bin dabei einfach reingepennt. Achso, Flui ist schon da. Ich schlimmer als wunderbar. Die eine Sexszene im vierten oder so, das ist wirklich. Ah, Flui ist schon da, hallo. Ja, gut, dann hat sich's erledigt, ne? Dankeschön, Immon, dankeschön. Immon, wie sieht's mit Hendrik aus? Er hat gerade geschrieben, er ist auf dem Heimweg, aber er glaubt, er wird heute nix. Wollte halt gerade zurückschreiben, okay, wir sind noch dabei. Ich habe den Stream reingeguckt und war so, nee, lass mal. Ja, der denkt so, ach scheiße, wo bin ich da bloß reingeraten heute? Test, hört ihr mich? Jetzt höre ich dich. Ja, wir haben heute schon ganz, ganz merkwürdige Geschichten gelernt und erlebt. Also, es geht zwischen Katzen und Vampiren. Also, Katzenmädchen, wenn ich mit laufe. Genau, Katzenmädchen und schwulen Vampiren. Das ist schon, Midna ist wieder raus. Wo ist der Link, wie ich rein eintreten kann? Multiplayer. Multiplayer Session. So, keiner hilft dem armen Flui. Oh, ich hab gesagt, Multiplayer Session ist das. Und da steht noch das Passwort. Das ist denn der Code, den ich da brauche, ne? Nicht das Passwort. Ja, quasi den Code. Da muss ich da quasi anmelden. Ja, okay, jetzt bist du also. Erst fast. Gut, Henrik hat mir noch nicht geantwortet. Ich denke mal, der wird heute nicht mehr kommen. Let's go! Habt ihr jetzt erst angefangen, oder? Nein, wir sind schon ein bisschen dabei. Seit zwei Stunden circa. Ein bisschen. Ich muss noch kurz was einrichten und dann ja. Auch loslegen. Halb so wild. Der Lord muss eh erst vorlesen. So, heißt er. Oh nein, wehe, Leute. Doch. Ein schmutziger Fanfiction voll mit schwulen Vampiren, Katzenmädchen und Punkt, Punkt, Punkt. Ich kenne eure ersten beiden Antworten jetzt schon. Oh, okay, dann schreibe ich die absichtlich nicht hin. Möchte jetzt lesen, gespawnte Tauben, der größten Quizshow in Westosteuropa hier in Deutschland. Ja. Und Rufus. Okay. Reihe, okay. Louis ist wohl nicht. Rufus ist wohl nicht dabei. Nein, der ist krank. Der ist krank? Mhm. Er schaut nur gerade von der Couch aus zu. Er sei gegrüßt.
Wie viele freie Karten, also wie viele leere Karten haben wir? 500, sehe ich da. Okay. Also 250 habe ich es eingestellt. Also ich sehe hier irgendwas. Ich stehe auch 500. Ja, oh ja, genau. 500. Ja, aber 500 reicht ja. Weiß ich. Gerade so. Könnte knapp werden. Immon ist wieder der Letzte? Ja, natürlich, bei mir dauert's immer, weißt du doch. Es wurden insgesamt 6 Fanfictions, 6 schmutzige Fanfictions geschrieben. Die erste Fanfiction ist voll mit Assassinen, die ewig im Verborgenen lauern und merken, dass sie in ihrem Einsatz schon seit Ewigkeiten verpasst haben. Das ist schade. Assassin's Creed in a nutshell. Tja. Kantinenfraß ja. Und die Plazenta. Hm. Ja, ja. Die zweite schmutzige Fanfiction handelt von Halbwerk auf einem Tennispark das Aufwachen. Dicken haarigen Eiern und Einhornsperma. Selten. Hört sich aber nach einer guten Storyline an. Die dritte schmutzige Fanfiction handelt von Rufus, erotischen Harry Potter Geschichten und Vampirmädchen. Bedingt durch die Tatsache, dass Rufus in einer Fanfiction vorkommt, kann man die nicht durchlesen. Ich würde es nicht meinen. Auch wenn ich mir, ich habe gerade ein ganz, ganz schlimmes Bild im Kopf, das ja, möchte ich loswerden mit einer Fanfiction. Das musst du Montag erzählen dann. Und mit Mathelehrerinnen ihre zentralen Körperregionen mit einem Gartenstrauch anfeuchten und Hundebabys. Ei! Ich will mal durchlesen. Dann die Hundebabys haben es ruiniert, Alter. Dann die vorletzte schmutzige Fanfiction ist voll mit Nekrophilie, ein großes Glas Creme geladenes Butter okay. Und Tree. Jo. I love this one. Du weißt Bescheid. Hä? So eine Drohunggewinnung. Okay. Gucken wir uns erstmal die letzte schmutzige Fanfiction an, denn die ist mit Vampiren. Ja. Als Mädchen und immer. Wow! Also sind wir mal ehrlich, das einzige mit einer komplett durchgezogenen Handlung ist das hier oben. Mit dem Einhornsperma. Aber dennoch ist das das Beste. Oh, ja, deswegen, wegen ja, den alten Namen und so, weißt du? Ja. Oh, okay, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das auch. Oh, no. Oh, siehst du, das Rufus immer, das ist beispielsweise aus unserem Deck. Ja, okay. Wer ist Ricarda Lang? Das ja, ist die, der Pommespanzer, der grüne Pommespanzer. Können wir die nächste Frage nehmen? Hm? Ja, das gibt es nicht. Gut. Das ist die Dicke von den Grünen. Kennt ja, dann, halt die Hälfte nicht, ne? Dann schmeißen wir die Frage weg. Okay. Gut. Was benutzt man in der Nachhilfe, um Schülern in Großstädten zum Erfolg zu verhelfen? Ich glaube, verhelfen. Verhelfen? Ne? Ja, verhelfen, ja, oder? Psst, egal. Ja, du, weißt du, meine Lesefähigkeit und die Wortfähigkeit ist ungefähr auf dem gleichen Level. Ich bin aber auch bei helfen. No. Ach, ja. Ach, Herr Henrik hatte geschrieben, dass er in knapp einer Stunde da sein wird. Will wahrscheinlich dann nicht mehr dabei sein werden. Habe ich ihm zurückgeschrieben. Mal gucken. Denk mal, wir sind trotzdem schon eine lustige Runde so. Also. Ja. Nee, ohne Henrik wird das schon nichts. Ach so, verdammt! Ich finde so ein bisschen die Ausraster von Rufus. Ja, diese, aber Flui ist ja jetzt da, also.
Warum ich? Ui, das heißt, du musst jetzt alle 3 Sekunden mit Karacho auf den Tisch klopfen. Okay, was benutzt man in der Nachhilfe, um Schülern in Großstädten zum Erfolg zu verhelfen? Halsbänder und Peitsche. Ja, ja. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Okay, Rassismus gegen Frauen. Aha. So hart mit dem Schädel gegen die Wand gepresst werden, dass man kognitiv nicht mehr in der Lage ist, um sich ans Atmen zu erinnern. Das hätte ich gerne. Okay. Die freche, süße Oma von nebenan. Mhm. Sich beim falschen Mädchen für den Sex der letzten Nacht entschuldigen. Ja, das verhilft natürlich. Definitiv. Oder die Vorliebe für Traps in Anime. Man hat schon gemerkt, welche Antwort ich nehme. Und ich nehme die auch. Danke dir. Ah, die hatten also, auch schon. Wir haben so viele, wir haben 500 Fragen, es kommt immer die gleichen drei. Was werde ich aus der Zukunft mit zurückbringen, um alle davon zu überzeugen, dass ich ein mächtiger Zauberer bin? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich sehe jetzt gerade erst, dass ich auch Karten löschen kann. Ja, das ist immer gut. Okay, komm. Obwohl, nein. Ach, ich weiß nicht. Ich nehme das. Weißt du, die Antwort wäre wieder leicht, wenn Yami jetzt wieder tippen würde. Ja, deswegen, ich würde auch das andere dann nehmen. Da würde dann 7-mal schwule Vampire stehen. Wie, kann Yami nicht tippen, oder wie? Nee, wir spielen ja Zahnmodus. Genau. Heißt, Yami ist erst in ein paar Runden dran. Und dann werden bestimmt ganz viele wieder auf dasselbe. Du bist ja jetzt erst neu dabei, du wirst es gleich merken. Und dann siehst du einfach nur die Liste voll schwuler Vampire. Also, ich überzeuge euch, ein mächtiger Zauberer zu sein, weil Luke Skywalkers fehlende Hand. Ja. Habe ich mitgebracht. Cool. Oder tote Babys. Ja. Oder ein Wellensittich mit der Absicht, dich zu quälen. Wow. Ah. Habe ich mitgebracht. Ja, cool. Ja, Wellensittich. Oder deine Mutter. Ja. Deine Mutter. Oder sehr viele Ärsche. Wirklich. Sehr viele Ärsche. Oder Natursektspiele. Ja, warum nicht? Also. Also. Ja. Ich bin ein Mech. Was nehme ich mit, um einen mächtigen. Wellensittich? Es ist halt einfach. Classic. Na, schade! Schade! Das ist Classic. Du bringst nicht tote Babys mit, um zu zeigen, dass du ein mächtiger Zauber bist. Ich meine, du hast dich auch hier Babys getötet. Flui, ich hätte dich auch hier besorgen. Flui, ich hätte statt mit dem Wellensittich tote Eltern getippt. Dann würde tote Babys neben toten Eltern sitzen. Ja. Okay, Leute, das Leben der Indianer wurde für immer verändert, als der weiße Mann ihnen Pumperpunkt zeigte. Vampire oder Katzenmädchen? Ja, warum nicht? Oh ja, der ist da. Nee. Auch das nicht gut. Manchmal radikal ist nicht so glücklich sind, aber der Effekt ist vielleicht da. Okay, nehme ich das. Oh Mann, ich muss weniger schreiben, glaube ich. Oh. Es fällt auf. Ja. Das Leben der Indianer wurde für immer verändert, als der weiße Mann ihnen einen Schlepphuden zeigte. Weiße Mann ihnen tote Eltern zeigte. Ja. Ah. Als der weiße Mann ihnen das letzte bekannte Bison-Essen zeigte. Ja, gut. Als der weiße Mann ihnen sein Longschlong, welcher wahrlich eine Schlange ist, zeigte.
war eine Schlange in meinem Schuh. Viagra zeigte und zu guter Letzt Titten zeigte. Ach, schade. Yummy. Longschlung. Die Sache ist, die Indianer haben längere Schlongs als die weißen Männer. Neues von J.K. Rowling. Harry Potter und die Kammer des Blank. Ich hoffe, du nimmst die Katzenmädchen jetzt nicht, ne? Safe nehme ich die Katzenmädchen. Nee, du nimmst die Katzenmädchen. Ah ja, sowas von die Katzenmädchen. Okay, weiß ich Bescheid, dann habe ich einen sicheren Punkt. Ja, okay. Okay. Ich brauche ja Punkte, weißt du ja. Ja, ja, also ich kann dir meine Kontodaten für Bestechung geben. Ach so, ja, nee, du. bis wie viele Punkte spielt... Bis wie viele Punkte spielen wir eigentlich? Fünf. Ach ja. Max, kein Druck, ne? Alter, ich weiß so. Ich bin noch nicht mal der Letzte. Bin fertig, aber es ergibt dramatikalisch keinen Sinn. Ja, das, da tue ich mich auch mal schwer. Mach meins auch nicht, aber. Irgendein Kerl. Ja, hau raus. Also, Neues von J.K. Rowling, Harry Potter und die Kammer des. Gucken, wie viele Vorschläge hier. Ja, ja, sind sechs Stück dabei. Wird. Ja. Wir haben der Transsexualität. Ja. Oder der Massenverbrennung von Homosexuellen. Ja. Ha? Oder des Überraschungssex. Ja. Oder des Dumbledores Fetischparty. Oh Gott. Oder der Vaterkomplexe. Ja. Oder auch der sarkastisches Beten. Ja. Schade, keine Katzenmädchen, das wäre es geworden. Ja, du, ich mach mal vor. Und dann dachte ich so, das ist Katzenmädchen. Die Kammer des. Jetzt muss ich überlegen, was würde doch die Fans ansprechen? Ja, ich weiß, was die Fans ansprechen würde. Und die, ganz klar. Und die Kammer des. Ja. Und ja. Komm, das hier. Nimm das. Sehr schön. Ich damit aus dem Ja. Sehr schön. So, dann bin ich dran. Das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Also jetzt, ja, was hat denn meine Mutter früher zu mir gesagt? Also vielleicht war es was Nettes, aber so wie ich euch kenne, wird es was Böses sein. Wilmer tippt schon ganz fleißig. Ja, natürlich, wie immer. Oder dachte ich, wir wollen die gleiche Idee haben. Bitte nicht. Am Ende kommt da wirklich das Gleiche raus. Beide tippen das Gleiche einfach. Ja, hatten wir vorhin dreimal Eichhörnchen zum Beispiel. Drei. Ach ja. Du musst scheint wirklich konstant der Letzte zu sein. Ja, das ist immer so, ja, weil ich immer so viel schreibe. Ja, du musst ein bisschen schneller werden beim Schreiben. Ja. Besser. Komm. So, viele Mütter sagen ja immer, du bist ein Rotzlöffel. Mal gucken, was meine Mutter gesagt hat. Eine Schnappschildkröte mit einem Penis im Maul. Ja. Okay. Ja, also sollte man auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein guter Rat. Koffein ist eine Droge. Ja, also ich bin auch nicht so der größte Drogenfan. Also, ja. Rufus, ja, ja. Das hat meine Mutter immer zu mir gesagt, dass Rufus auf jeden Fall gefährlich ist. Du bist adoptiert. eine dumme Entscheidung. Okay. Also meine Mutter meinte anscheinend, ich wäre eine dumme Entscheidung. Schade. Wahrscheinlich. Und ein Kinnhaken. Also meine Mutter hat mir nichts gesagt. Sie hat mir einfach einen Kinnhaken einfach verpasst. Ja. Aber in Wahrheit hat sie mich eigentlich adoptiert. Ja. Ja. Ah, gut. Meine Runde.
Aber tatsächlich hätte ich nicht erwartet, dass Yami die Koffeingeschichten nimmt. Hat man schon? Hatten wir so nicht, aber ja. Ist ein schmaler Grat, der zu führt. Ja, alle wissen, was es kommt. Ja, absolut. Also Früh, du wirst jetzt ungefähr 7-mal das Wort schwule Vampire lesen. Okay. Weil das war, wir hatten ja schon ein paar Runden gespielt und irgendwie kamen sie so ein bisschen so in die Richtung dann. Wenn da alles, wo Schwule Vampire steht, tippt Yami automatisch. Ja, das ist so ein easy, easy Punkt, weißt du. Ach je. Okay. Schwule Vampire ist ein schmaler Grat. Ja, wie soll das aussehen? Da steht Organismus, nicht wahr? Ja, sorry. Ja. Katze, ein schmaler Grat, der zu schwule Vampire führt. I will kill myself. Yes. Was ist ein schmaler Grat, der zu Vampir-Obsession führt? Oh mein Gott, die Verletzung der meisten Menschenrechte ist ein schmaler Grat, der zu schwulen Vampiren führt. Schwule Vampire sind ein schmaler Grat. Was kann das mit einem Vampir, welcher gerade einen und ein schmaler Grat, der zu what the fuck? Oh mein Gott. Sind alle gut. Die Frage ist, welchen schwulen Vampir-Fetisch nimmst du? Ja. I end up in. The true one. Ach, ja. Drei in a row, Leute. Was wird man nur... Das ist das Problem, wenn du nach Orgasmus suchst und das richtig zu schreiben und dann schreibt man Organismus. Das hast du ja richtig gelesen, keine Sorge. Was ist das für ein Geruch? Oder Geruch? Nee, Geräusch hatten wir. Geruch nicht. Genau. Nee, er schreit jetzt an der schwule Vampire. Ach Mann! Das wollte ich genau schreiben! Immerhin. Ja. Wie lange brauchst du, um Schule Vampire zu schreiben? Perfekt. Muss einfach Steuerung C, Steuerung V, jede Runde. Okay, Mario, wir nehmen jetzt ein. Ja. Ja. Okay, wir haben 6 unterschiedliche Gerüche hier und bei jedem frage ich mich, was ist das für einer? Der erste Geruch riecht sehr stark nach Rufus, der wieder vergessen hat zu essen. Hm. Ja, gut, das mache ich gerne. Erzählen. Der zweite Geruch ist Sex in der Tardis. Nicht schlecht. Oh Mann. Unser dritter Geruch ist schwule Vampire. Es hat ein bisschen gebraucht. Ja, denn mal schauen, was der vierte Geruch ist. Taylor Swifts Liebesleben. So, ja, wir gucken mal, was der fünfte Geruch ist. Das ist, dieses Geruch zu schnell rausgezogen werden. Ja. Ey, wenn du die Freundin nicht starten kannst, wie eine Motorsäge, funktioniert irgendwas nicht. Ja. Aber der letzte, der wichtigste der Gerüche ist, püriert Juden.
So durchgeräuchert, jetzt schwingen sie besser. Na. No. Leute, Alter, 4 in a row. Was ist hier los? Das läuft. Ich hab, wir immer doch letzter gesagt, und jetzt auf einmal nur noch richtig. Stop him. Ja, was hat das Internet heute zu bieten? Das frage ich mich jeden Tag. Aber am meisten frage ich mich, welche Antworten jetzt kommen. Coole Vampire. Wer weiß, ob sie kommen. Ach nein. Das Schöne ist, dass ich ja nicht dran bin. Das heißt also, ich bin noch nicht mal der Letzte, der jetzt fertig ist. Ist auch schon mal gut. Und Flui schreibt wieder einen schönen Insider. Das ist auch klar. Was? Wir sind jetzt hier nicht beim Eurovision Song Contest, wo wir den Punkte hin und her schieben. Also, was hat das Internet heute zu bieten? Immer uns schlechte Aufrufe. Außer bei den Fußballtipps. Abonniert Immon! dann haben wir Analperlenkette. Ja. Dann haben wir noch ein beschissener Vampirfilm. Dann haben wir 2 bis 3 kleine Genozide. Dann haben wir Impfgegner, die an Masern sterben. Und schwule Vampire auf Katzenhütchen. Oh Mann, okay, was würde ich denn am nächsten gucken? Wir nehmen den Film. Okay, also ihr solltet also nicht immer abonnieren. Also ich wollte nicht zu sehr, weißt du, ne, wie gesagt, Punkte hin und her schieben. Also, es heißt, Bloody Mary erscheint, wenn du dich vor den Spiegel stellst und dreimal Punkt, Punkt, Punkt sagst. Wie war das? Man muss 5-mal schwule Vampire sein, damit ich ja mit einem erscheint, gell? 5-mal, nicht 3-mal. Jetzt bin ich gespannt. Wir stehen vorm Spiegel und sagen 3-mal. Penis. So sieht's aus. Wir alle kennen das gute alte Penisspiel. Oder Peter Maffay. Oder Incest. Oder Richterin Barbara Salisch. So. Oder Hefe. Ja. Oder Knusperparty. Nein. Nein? Was nein? Nein, nicht Knusperparty. Nicht 3-mal hintereinander? Nein. Also wir alle kennen die gute alte Richterin Barbara Salisch. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, stelle ich mir schön vor, jetzt 3-mal hintereinander. Jawoll! Knusperbuddy! Penis war so stark. Penis ist sau stark, ne? Ja. Aber Knusperparty. Ja, der Klassiker. Was ließ die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinder abwerfen? Ich bin als erstes fertig, geil. Ging schnell, überraschend und gruselig schnell. Ja, du weißt, Copy-Paste. Insider-Infos. Was ließ die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinder abwerfen? Einmal ein Narzissen-Gänseblümchen-Sandwich? Ja, lecker, lecker. SpongeBob? Ja. Nudelmilch, Teddybären mit einer kleinen Menge Dynamit im Inneren? Okay. Gott. Depressive Katzen, die nichts anmerken lassen. Und 3 Eier. Ja, 3 Eier. Über ganz Afghanistan. 3 Eier. Schade. Das ist manchmal am dunkelsten. Okay, er möchte also nicht, dass die Kinder dort was zu essen haben. Bitte. Was wird im Alter besser? Und ich habe diese Karte schon aufbewahrt für was anderes. Jetzt muss ich sie spielen. Oh.
Oha. Bin ich gespannt. Ich glaube, ich glaube, das bringt nichts, aber dann habe ich sie weg. Bitte. Und wir warten alle auf Louis. Ja, aber du, ne? Er kann sich auch Zeit lassen. Find's gut. Ja. Ich bin okay. Neu. Also, was wird im Alter besser? Zum einen das samte Kleiden seines Gliedes über den Rücken. Ja. 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 Lukas auf jeden Fall nicht. Der nicht. Ja. Bürgerkrieg. Oh. Ja. Vom Mundwasser betrunken werden. Ja. Oder Rentnersex. Ja. Ja, true. Oder zum Schluss auch schlecht getimte Holocaust-Witze. Natürlich, werden im Alter immer besser. Ja. Ja, wir gehen jetzt die Frage einfach mal anders an. Ja. 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 Und zwar, das wird... Jawohl! Die Karte hat gezogen! Das gibt's nicht. Nicht bewegt sich wie. So. Ja, das ging etwas schnell. Oh, ich wünsche, Gigi wäre dran, hätte ich gewonnen. Besser sie was anderes nehmen. Ben hat sich dieses Mal ganz schnell entschieden. Ja. Also ich darf auf jeden Fall nicht Brontuli wählen. Ah, sonst hat der ja, muss er muss ich mal rausfinden, wer ich bin, ne? Ja, ja. Viel Spaß dabei. So, nichts bewegt sich wie Kettensägen als Hände. Ja, die ja, bewegen sich auf jeden Fall. Ja. Heiße Käse, ja, oh, der bewegt der sich auf jeden Fall auch. Ja, ja, ja. Meine Vagina, also wenn die in Stimmung ist, bewegt sie sich auf jeden Fall. Ein Rentnermädchen, deren Hengst durchgeht. Reiter! Also Reitermädchen, deren Hengst durchgeht, ja. Das ist noch besser, to be honest. Ein Mann mittleren Alters auf Rollsch. Sauber! Ja, ja, ja. Ein Pferd ohne Bein. Ja. Ist doch so! Ich bin Pferdefan. Ach, Mist. Ja, easy win. Kuss geht raus. Ah. Ja, Glückwunsch! Ich hab einen Job und hab's trotzdem nicht hinbekommen. Guck mal, siehst du, damit haben alle gewonnen, außer ich und meine Wenigkeit und der Flui. Und der Flui ist erst jetzt dazugekommen, das heißt, ich hab noch gar nicht gewonnen. Das ist echt. Achso, hast du noch gar nicht gewonnen? Ich hab noch gar nicht gewonnen. Die anderen haben alle einmal gewonnen, nur ich. Selbst Mittner? Ja, selbst Mittner. Ja. Ja. Können wir nochmal drüber reden, dass Max sich jetzt selber seinen Katzenschwanz kaufen muss? Weil er gewonnen hat. Es ist nicht also, alles gut. Du hättest nicht gewinnen dürfen. Das ist traurig, wie es ist.